Du. Alles gut. Aufnahme läuft direkt. Aufnahme geht schon los, Gerrit. Das heißt, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit für dieses kurze Interview hier nimmst. Ja. Wie ich gerade schon gesagt habe, wo die Kamera noch aus war, beantworte die Fragen so ehrlich und offen, wie du möchtest. Und ich starte auch direkt. Ja, die allererste Frage, Gerrit: Wie alt bist du derzeit? 33 Jahre bin ich. Jawohl, du bist 33 und was machst du beruflich? Ich bin Marktleiter im Einzelhandel. Cool. Noch schon viele Jahre. Und du hast eine sitzende Tätigkeit oder du bewegst dich viel oder wie kann ich mir das Ich vorstellen? habe eine sehr körperliche Tätigkeit, also viel körperlich, viel arbeiten, viel buckeln, viel Ware ins Regal räumen. Okay. Und dein Alltag sonst, ganz allgemein, wie sieht dein Alltag so aus? Ja, jetzt durch Familie und Kind zu Hause viel Action, viel Stress. Vor Corona 2, 3, 4 Mal die Woche schon irgendwie zum Fußball gerannt. Ja. Also doch, ich denke im Vergleich zu vielen sehr aktiv im Ja, Normalfall. okay, cool. Und also man muss dazu sagen, bei uns ist es so, wir kennen uns schon lange, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, wir haben auch zusammen Fußball gespielt beispielsweise. Aber wie kamst du zu dem Punkt, etwas ändern zu wollen? Ich habe früher, wie Jeff schon erwähnt hat, hochleistungsmäßig halt Fußball gespielt, habe auch ein paar Euro verdient, war immer fit, habe immer alles im Griff gehabt, dann im Einzelnen angefangen, viel Spätschichten und dann wurde es über ja, ein Jahrzehnt immer mehr und mehr und mehr und mehr. Mein höchstes waren immer so roundabout 150 Kilo. Da habe ich es dann alleine geschafft, auf die, ja, um die 130 zu kommen, kam davon nicht runter. Dementsprechend natürlich auch so ein paar familiäre Probleme durchs Schnarchen, eine getrennte Schlafsituation zu meiner Familie, Unwohlsein, viel Müdigkeit, ja, nach dem Sport auch immer Wehwehchen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe so die Kette voll, ich muss was ändern. Und aufgrund deiner ja, Facebook-Einträge etc. wusste ich ja so ein bisschen, was du machst. Und dann habe ich einfach mal irgendwann den Mut gefasst, habe dich angerufen und gefragt, ey, wie läuft es? Wie ist es? Und ja, so war es dann. Sehr geil, sehr geil. Ganz kurz dazu nochmal, mir ist es auch noch im Kopf, wie es war. Und zwar saß ich da im Büro und habe gerade was geschrieben und habe dann halt deine Nummer auf dem Telefon gesehen und war dann erstmal selber komplett raus aus meiner Nummer und war halt selber so ein bisschen irritiert, weil man muss dazu sagen, du bist ja sportlich schon immer sehr aktiv, wie du auch schon selber gerade gesagt hast. Nur ist es bei dir so, obwohl du fit bist, ja, so wie viele Sportler fit sind, hattest du mit dem Gewicht schon ewig zu kämpfen. Ja, wie du auch schon selber gerade gesagt hast. Sag mir mal, also wie du auf mich kamst, ist klar, aber was hast du denn von unserer Zusammenarbeit letzten Endes erwartet? Ja, ich habe eine gewisse Gewichtsreduktion erwartet. Die dann eingetreten ist, da hätte ich im Leben nicht zu träumen gewagt von, bin ich auch ehrlich. Ja. Schon, ich hätte gedacht, dass es deutlich mehr über Sport läuft. Und das war es ja so fast gar nicht. Und dann einfach, dass du mir wirklich zeigst, welche Lebensmittel, was soll ich konsumieren, in welchem Rahmen. Und das war auch, also hat meine Erwartungen auch zu 100% erfüllt, gerade das Thema Ernährung und das in Anführungszeichen bisschen Sport, was ich gemacht habe oder was wir zusammen gemacht haben, das ist im Vergleich zu dem, was es vor Corona war, echt marginal, was ich in der Sehr Woche an cool. Sport geleistet habe. Sehr cool. Sag mir mal, Gerrit, wo standest du am Anfang, weil du gerade schon darauf eingegangen bist, wo standest du am Anfang und wo stehst du heute? Ich stand am Anfang bei knapp 129 Kilo mit unserer Zusammenarbeit. Und Stand heute bin ich bei 97 Kilo innerhalb von ja, 20 Wochen Zusammenarbeit mit Jeff. Geil, 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 geil. Das heißt, in roundabout, ja, was sind das, 5 Monate sind das ungefähr? Hast du, ja, oder? 5 Monate? Über Komm, 30 Kilo verloren. 30 Kilo, über 30 Kilo, heftig. Und sag mir mal, wie du diese 30 Kilo für dich merkst. Ja, also was ist vielleicht besser oder auch schlechter, je nachdem. Und was ist so, na, nur mal so vom Gefühl her. Was ist besser? Mein ganzer Kleiderschrank. Ich hatte ja noch Sachen, wo dann so dran stand, haha, Ja. selbst die sind zu groß. Also ich freue mich jetzt auf die Zeit, wo die Läden wieder aufmachen. Ja, Also ich okay. merke es ganz extrem an den Klamotten. Ich merke es an der familiären Situation. Ich schlafe wieder im Ehebett mit meiner Frau, meiner Tochter. Das Schnarchen ist fast komplett weg.
Mein Wohlbefinden ist ein ganz anderes. Mein Schlafbedarf ist deutlich gesunken. Also sonst war es schon so, dass ich gesagt habe, ey, mittags, ich hau mich hin und hatte auch kein Problem, von mittags 16, 17 Uhr bis zum nächsten Morgen durchzupennen. Jetzt gibt es ein, zweimal die Woche einen Tag in der Woche, wo ich sage, ich brauche jetzt mal kurz. Dann stelle ich mir einen Wecker auf 20 Minuten, hau mich 20 Minuten wirklich auf die Couch und bin danach topfit. Also ich bin nicht mehr so müde. Ich habe keine Wehwehchen. Ich meine, ich schicke die regelmäßig. Ich gehe laufen, bis der Arzt kommt. Anfangs war ich irgendwie um die 8 Minuten den Kilometer, teilweise drüber. Jetzt laufe ich mal 5 bis 10 Kilometer mit einem Schnitt von unter 6 Minuten. Ja, Mann, 5:30 teilweise, heftig, ja. Das ist einfach 5:30 teilweise der Kilometer im Schnitt. Und da ist halt noch Potenzial, da ist halt noch Luft. Also ich gehe nicht mal ans Limit. Ja. Ich merke es in jeder Lebenssituation, dass Geil. es mir Sehr auch im geil. Job einfach, es fällt mir alles einfacher. Und Geil. ich fühle mich besser und mir geht's gut. Und ja, wie gesagt, mein Ziel ist klar, ich will ja nochmal 10, 15 runter und das werde ich auch schaffen. Ganz Richtig, einfach. richtig, richtig, richtig cool. Vielen Dank dafür. Die weiteren Kilos, ja, das ist bei dir wahrscheinlich auch nur noch eine Frage der Zeit, ja. Aber sag mir mal, war es denn alles in allem schwierig, diese 30 Kilo Roundabout runter zu kriegen, ja, abzunehmen? Nein, nein, vorneweg. Da gibt es auch kein Aber. Es waren natürlich beruflich bedingt, so gerade die ersten Wochen, wo du so einen strikten Plan hattest, wann du was zu essen hattest, musstest du dich einen Tag vorher organisieren, weil ich wusste, wenn ich aufstehe und 4 Stunden später was essen soll, muss ich es einen Tag vorher kochen und muss es mir auf Arbeit warm machen, weil ich auf Arbeit nicht die Möglichkeit habe, mir was zu kochen. Das war aber einfach nur eine organisatorische Sache. Du hast dein Kochen von heute auf gestern vorverlegt. So. Also nein, es war überhaupt nicht schwer. Ich glaube, in diesen 5 Monaten hatte ich dir auch schon mal gesagt, hatte ich vielleicht 3 Tage, wo ich wirklich Hunger hatte, wo ich gesagt habe, jetzt könnte ich eine halbe Schwäbe Rotkohl essen. So, aber was sind 3 Tage auf 5 Monate? Und wir haben ja auch extreme Dinge gemacht. Wir sind ja auch zum ein, zwei Mal wirklich runtergegangen auf gute 1000 Kalorien. Das waren ja die Ausnahmen. Und das waren die Tage, wo ich sage, oh, da hätte ich mehr gekonnt. Aber es hat mich nicht umgebracht, sondern es hat mich meinem Ziel jedes Mal ein Stück näher gebracht. Sehr, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sag mir mal, okay, also wir sitzen in derselben Stadt, aber wir haben uns ja in den letzten Monaten, wir haben uns ja ewig nicht persönlich gesehen. Ist das ein Problem, dass wir uns nicht gesehen haben? Also Nicht. sprich, dass wir nur digital, nur online, das meine ich damit, dass wir nur online miteinander kommuniziert haben. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Also, ich glaube, in der heutigen Zeit, in der Digitalisierung, hat jeder ein Smartphone, jeder hat irgendwie die Möglichkeit. Ich konnte dich rund um die Uhr irgendwie per WhatsApp anschreiben und so gefühlt habe ich spätestens 30 Minuten später die Rückmeldung bekommen. Also für mich war es überhaupt kein Problem. Ja, nee, passt. Perfekt. Ja, super, super. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Was wirst du ganz allgemein, wir kommen auch schon fast zum Ende, was wirst du denn ganz allgemein für dich, für die Zukunft mitnehmen? Dass ich jetzt weiß, was ich zu essen habe, dass ich weiß, was mir gut tut. Es schmeckt mir auch noch. Also die Ernährung werde ich mitnehmen. Und ich habe auch in meinem Freundes- und Familienkreis einige mit Übergewicht, die auch immer sagen, ja, ich kann nicht und ich habe und ich tue. Und da habe ich mir auch schon öfter mal Zeit genommen, mit den Leuten gesprochen. Und für mich gibt es einfach keine Ausreden mehr. Für mich, ich Ja. weiß, was ich zu tun habe. Also die Zeit mit dir hat mir einfach gezeigt, was mir gut tut, was ist für mich richtig, was ist für mich gut. Und das nehme ich mit. Und ich will und werde nie wieder dahin, wo ich mal Geil. herkam. Geil. Null. Was haben wir gesagt? Nie, nie wieder dreistellig, haben wir gesagt. Ja, das auf gar Alles keinen andere Fall. soll dir überlassen sein, aber nie wieder dreistellig, ja? Nie wieder über Nie 100. wieder dreistellig. Das ist erstmal so das Motto, dass es da noch weiter bergab geht, so wie ich dich. Du bist ja auch, so wie ich dich vor allen Dingen jetzt kennengelernt habe, ein absolut verrückter Durchzieher im positiven Sinne, ja, also ein richtiger Macher. Aber ich glaube, du weißt auch für dich selber, dass das dir gar nicht taugt. Ja, also ich meine, so wie du jetzt aussiehst, vielleicht blende ich auch nochmal so ein Foto ein.
Ja, du siehst halt einfach mega sportlich. Dort ist davor so ein Kopf, ja. Und davor warst du halt alle, man hat es halt einfach, man sieht es halt einfach, du siehst halt tausendmal besser aus, habe ich dir auch schon eingangs gesagt, ohne dir irgendwie Honig ums Maul schmieren zu wollen, aber ist halt einfach Fakt. Und abschließend nochmal, ich meine, das erübrigt sich jetzt wahrscheinlich, aber ich stelle die Frage trotzdem und ich sage immer das Gleiche. Bitte sage jetzt nichts Verkehrtes. Was kannst du zur Zusammenarbeit mit mir sagen, wenn dich irgendein Fremder quasi fragt? Wenn mich irgendein Fremder fragt, setze genau das um, was Jeff von dir Ja, verlangt. okay. Und dann wird einfach der Erfolg kommen. Cool. Denk nicht drüber nach, setze es um zu 100% und dann geht der Weg ganz von alleine. Und es tut nicht weh. Geil, richtig gut. Gerrit, also ich weiß ja eh, du bist ja ein smarter Typ. Vielen Dank. Also das war's schon, ja. Also vielen Dank für diese Ist cool, gerne. kurzen, knackigen Antworten. Ich kann das oder ich möchte das hier auch nochmal sagen. Vielen Dank für dein Vertrauen, logischerweise, ja, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber ich glaube, mit dem Ergebnis, ich bin auch mega stolz auf dein Ergebnis, ja, weil so 30 Kilo nimmt man nicht mal zwischen Tür und Angel ab, obwohl das quasi jetzt so passiert ist. Ja, ich meine, während Corona, während die meisten Menschen zunehmen, bist du an einem Punkt, wo dich wahrscheinlich viele, die dich jetzt länger nicht gesehen haben, kaum wiedererkennen werden. Ja, völlig verrückt. Aber in diesem Sinne, vielen Dank. Ich beende jetzt hier die Aufnahme und du bleibst aber logischerweise noch drin. Dankeschön.